Oh Gott. Komm, dann machen wir noch ein paar mehr. Richtig. Nein, hört mal auf. Ich flieg doch sonst wieder. Aber man muss auch sagen, dass wir hier, weil Chlorix halt mit den Hühnern immer auf den Sack gegangen ist, dann hatte ich die glorreiche Idee, hier so viele Pilzkühe drauf zu machen, dass der Server die ganze Zeit abgekackt ist. Die kann man nur zu meinem zweiten Gebäude. Also das ganze Haus war voll mit, mit Dorfbewohnern und mit Pilzkühen. Dass wir am Ende alles mit Lava verbrennen mussten. Ich komme hier nicht mehr weg, ne? Warum gehst du nicht raus? Weil ich nicht kann. Komm, Fritz, wir helfen dir. Gib mir deine Hand. Hast du dich wieder eingeahnt? Ich kann nicht mehr. Frau Ingeborg, der Tritt hat wieder getan. Jetzt komm, du Spann. Jetzt geh raus. Mann. Oh, Fritz, du bist, komm, Fritz, du bist uns peinlich. Scheiße, ey! Nur damit der hier durch kann! Ja. Jetzt geh, du Spacken! Du stehst im freien Raum hier raus! Oh Mann! Vor allen Dingen, warum wird mir immer angezeigt, es wäre nur einer online? Gag! Ah, ja. Das ist wirklich. Gag! Nico, Gag. Okay, schnell Junge, weg. Warte, Fritz, warte, komm zurück. Nein. Ich hab hier noch was. Was denn? Hier. Okay, Lager. Ja, das hab ich schon gezeigt. Achso, da hoch. Boah, Fritz, der war gerade mal hoch teleportiert. Okay. Ach ja, stimmt, hier war. Hinten habe ich so einen sexy Turm gebaut mit einer Redstone-Schaltung. Das war auch hier ein Gebiet, was du einfach übernommen hast, ne? Ja, ja. Da hat ursprünglich der Cornelius gebaut. Das war ein Freund aus Schulzeiten. Und der hat dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt, hier weiterzubauen. Hat aber ein riesiges Areal hier angefangen zu bauen. Hat der Chlorix dieses einfach übernommen, hör mal. Ach, hör mal, den Sportfreund kenn ich hier gar nicht. Den Tor hast du selbst gebaut, das stimmt. Ja, und manche Sachen auch noch hier, habe ich erweitert. Ja, aber das sieht man, das ist so eine typische Chlorix-Baukunst, der Turm. Ah. Das stimmt. Sieht aus wie so ein Hamster, wo Hamster mal durch die Röhrchen durchgehen. Sieht hier so aus. Ja, ein bisschen. Das hat auch was davon. Ja, so, dann kommen wir hier runter. Wo geht's hier lang? Boah, ich höre schon wieder Kühe trampeln. Wo bist du denn? Ich bin hier irgendwo runtergegangen. Ach, hier kommt man auch zu dir. Ach, das ist ja cool. Ja, hier kommt man. Hier, da kommt man jetzt. Das ist sexy, ne? Ja. Das ist echt gut gemacht. Hier ist noch alles ziemlich dunkel. Alter, man versteht ihn gar nicht mehr. Ich glaube, wir müssen weg von meinem Haus. Ja. Glaube ich auch. Ist das ja aber okay, aber also. Man hört immer nur. Okay. Du sagst immer irgendwas und bist danach am Lachen, das hört man. Was kommt denn als nächstes dran? Die Wüstenstadt, oder? Ja, die Wüstenstadt, ja. Ah. Wüstenstadt. Die Wüstenstadt, ja. Würde ich sagen. Ja. Ja, ich auch, hör mal. So. Wüstenstadt, zeigen. So, hier mit einer Allee. Hier ist Norberts Trinkhalle. Die war ziemlich sinnlos eigentlich. Das war halt nur so ein kleines Ding. Wie der auf einmal mega deutlich ist. Ja. So, dann hat hier. Ach ja, stimmt, hier hat der Terror-EP noch was gebaut gehabt. Ja, das sieht wirklich aus. Diesen Salon. Salon. Reden ein. Ich glaube, er wollte eher Saloon schreiben, aber er hat geschrieben Salon. Es ist eher ein Friseursalon, also. Ja. Ja, gut, irgendwo musst du ja auch arbeiten. Ja, ja, klar. So, dann ist hier ein Blumenladen. Der ist ja sehr, sehr süß. Mit einem dunklen Geheimnis. Nee, der Blumenladen nicht. Das war hier nebendran, dieses sinnlose Haus, das scheinbar sinnlos ist. So. Mit der Schaltung, da gab es ja schon mal ein Video dazu, auf dem Rebellische Rabaukenkanal. Und dann gab es hier die Kirche und da war dann das Loch. Ich zeige es nochmal für all die, die das Video nicht gesehen haben. Nein, zeige ich nicht, ihr müsst euch das Video angucken. Doch, zeige ich. Nein, zeige ich nicht. Ach, Chlorix. Ja. Ach, jetzt erinnert mich, oh Mann.
Ja, und hier ist. Oh Mann, wo bist du denn? Ich sag dazu nichts. Naja. Bitte so wie dazu. Nicht, wo bist du? Ich bin. Gag? Okay. Oh Mann, Klurex! Warum schwebt hier ein Bogen? Ich hab gerade schon, wo man Stein schwebt. Ich dachte, wir haben Backen. Mann, hör mal auf mit deinem Unsichtbarkeitsschein. Okay. So. Hier konnte man auch noch hoch, hat aber nicht so viel Sinn. Das war so ein kleines Jump-Run da hinten, ne? Hier ja, war halt die Schaltung so, für die, dass nachts das Licht angeht an der Kirche. Das müsste jetzt eigentlich auch im Turm an sein. Ja, wenn wir jetzt Tag machen würden, was wir natürlich nicht machen, weil wir sind ja keine Cheater. Oh, dann ist das Licht aus. So, hier war der Marktplatz, da war die Polizei, da haben wir immer Plurex eingesperrt. Ja, nicht immer. Nee, einmal haben wir auch Falli eingesperrt, das war auch sehr lustig. Ja. Da unten ist halt so ein Verlies. Mit Wasser drin. Stimmt. Aus Bedrock. Ja, da hat er die ganze Zeit geschrieben, ne? Sollten wir auch mal erwähnen, dass wir das ja alles ohne Game Mode gebaut haben. Außer das Gefängnis. Das Gefängnis war natürlich Game Mode, weil Bedrock. Ja. Aber das. Ja gut, aber ich meine, jetzt ansonsten abgesehen, was wir alles war bisher haben. Alles aus dem normalen Modus, das stimmt. Also ohne God Mode, ohne Creative Modus. Hier ist der heilige Penis, das ist ein sehr tolles Kunstwerk. Das war, glaube ich, auch Plurex, ne, mit mir zusammen. Was, heilige Penis? Mhm. Achso, ach ja, ja, ja. So, dann sind hier noch bitte, so ein paar. Hier, ich geb dir mal Milch. Okay. Liegt hier. Danke. Was kannst du trinken? Scheiße, ich hab's nicht wirklich aufgenommen, aber ich hab ja auch Milch. So. So, jetzt sehen die anderen mich auch wieder. Das ist doch sehr, sehr schön. Ach, das warst du gar nicht, ich bin die ganze Zeit nicht hinterher. So, hier waren noch ein paar sinnlose Häuser der Sinnlosigkeit. Am Boss drin. Hier stand eigentlich die ganze Zeit ein Pferd von Elisa, das ist jetzt aber auch weg. Das Watchers entführt hat. Ach ja, ja gut, Watch ist ja sowieso der Pferdentführer. Ja. Gewesen. Naja. Gut. Was kam als nächstes? Welche Epoche? Den Spawn kann man natürlich auch mal zeigen. Der ist allerdings im Kreativmodus entstanden, das muss man ja ehrlicherweise zusagen. Das Haus hier, ach, das ist der. Ach so, okay, das meinst du mit Spawn. Ja, der war auch ziemlich am Anfang, der stand auch schon als drauf. Ich war hier noch nie drinne. Ja, ich auch nicht. Das war ja, da hatten wir ja noch keine Whitelist, da war es gedacht für Neulinge, dass die hier gleich mal ein paar Infos mitnehmen können und ein paar Ausstattungsgegenstände und das Regelbuch, genau. Ja. Das Regelbuch ist sehr wichtig, das wird immer heilig gehalten. Hier, Fritze, das sag ich zu deinem scheiß Regelbuch. Ich seh's nicht, aber es ist bestimmt toll. Ich hab's in Lava geworfen. Spasti, gut. Du bist gleich von der Whitelist geschmissen. Ist kein Ding. Für mich? Für den, ja. Ein Ding für den King. Warum? Weil du das Regelbuch in die Lava schmeißt. Ach, so, was kam als nächstes? Moppel. Wir hatten die Wüstenstadt, was haben wir danach gebaut? Glaub, haben wir dann Elisa hat schon... Wir können einfach mal Elisa... Also ich weiß nicht, was danach kam, aber ich würde sagen, wir können jetzt Schritt für Schritt... Also es kam Elisa, auch bei danach nein, auch. Kam nicht hier, Megaman Dein. Und so? Megaman, ja, das können wir jetzt auch gerade mal zeigen. Einer, der blaue, glaube ich. Das können wir jetzt auch gerade mal zeigen. Also beim blauen Megaman, da muss ich noch viel sagen, weil da habe ich echt viel Liebe und viel Mühe reingesteckt. Ja, das ist sehr schwer, das zu bauen. Ja, also hier... Das war der Kopper der Kölsch, den findet ihr auch auf YouTube, ja, wenn ihr Bock hier habt. Ja, oben ist er auch nochmal. Aber den Penis habe ich gebaut. Wir einmal einen ist der Megaman und ich kenne jetzt die ganzen Figuren nicht, muss ich ehrlicherweise zusagen. Aber sehr künstlerisch Fireman das Ganze. Und glaube Snakeman. Okay. Und hier oben war ein Mond, bin mir genau. Aber nicht sicher. Gehen wir auch mal kurz rein. Ja, der schöne Mond vom IMW. So. Ja, da sind ja noch die Schilder drin aus dem... aus dem Tierhaltkrieg mit Elisa. Das stimmt, ja. Hätten hier ganz schön viele Kriege drauf. Naja, Kriege waren es nicht wirklich. Doch. Mondköderei, bla bla bla. Könnt ihr ja Stopp drücken und euch das durchlesen. Ich mach das nicht. So. Da waren halt diese empörten Bürgerprotestschilder. Ja, und das Haus von WM kann man ja auch mal kurz zeigen, auch wenn es nichts Großartiges war. Aber es war halt ein Haus, ne? Freunde. WM baut hier Zeug und Gedönse. Ja, so sieht's aus. WM ist, Kobelkölsch, wie gesagt. Kann man zu irgendwas sagen? Ist Nils noch da? Ich bin noch da. Okay. Ohne jetzt groß Eigenwerbung zu machen, ich hab's ja auch gezeigt. Also,
denke mal, stimmt. So Häuser hier, das klar. Kann man da großartig zeigen. Könnt ihr, werde ich vielleicht auch